Hallo liebe Zuschauerin bei Wurstend. Wir treffen heute Raphael Weiland, der als Lobbyist für den NABU in Brüssel arbeitet. Er setzt sich ein für das Nature Restoration Law und insgesamt für die Umwelt und für die Wiederherstellung der Natur. Was es damit auf sich hat und was alles dazugehört, das besprechen wir jetzt. Viel Spaß! Wir treffen dich heute in Brüssel in deinem Büro, sehr spartanisch. Ja, in Brüssel sitzt du ja für den NABU und wir wollen uns heute über die Wiederherstellung der Natur unterhalten. Und da ist ja nun gerade in Straßburg das Nature Restoration Law verabschiedet worden. Sag uns doch mal was dazu. Das Nature Restoration Law ist ein Projekt, das ich tatsächlich die letzten 3,5 Jahre begleite. Als es vorgeschlagen wurde, haben wir uns sehr gefreut, dass es vorgeschlagen wird, weil es der Natur schlecht geht. Und die EU hat bisher nur Gesetze zum Schutz der Natur, aber schützen reicht nicht mehr, wir müssen wiederherstellen. Deswegen haben wir uns so gefreut, dass es ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur gab. Okay, da ist ja aber in Montreal vor 2 Jahren auch ein Gesetz verabschiedet worden, mit einem ähnlichen Ziel, nämlich 30% der Land- und Meerflächen oder Wasserflächen weltweit unter Schutz zu stellen. Was macht das europäische Gesetz jetzt besonders oder anders? Genau, das Montreal-Abkommen, wie ich es nenne, ist der globale Rahmen. Genauso wie wir im Klimabereich das Paris Agreement haben und dann ja trotzdem noch ein EU-Klimagesetz und nationales Klimaschutzgesetz haben, haben wir eben auch im Biodiversitätsbereich den globalen Rahmen jetzt endlich, das Montreal-Abkommen. Und die EU selber, aber auch Deutschland, sind Vertragsparteien in Montreal. Und deswegen muss die EU tatsächlich, um Montreal zu erfüllen, auch Maßnahmen machen. Und das Nature Restoration Law ist ein Teil davon. Das geht tatsächlich weniger um die Schutzgebiete, sondern eher um die anderen Ökosysteme. Okay, also es kommt also überhaupt nicht drum rum. Also ist eigentlich sozusagen die Verabschiedung ein Muss. Die Verabschiedung ist ein Effektivitätsmuss, sage ich mal, weil Montreal leider nicht ganz so scharf ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Das ist gut, globale Ebene, ganz viele zusammen, aber eben dann nicht ganz so konkret. Und vor allem fehlt in Montreal ein Gerichtshof, der das durchsetzen könnte. Den haben wir in der EU. Okay, es ist also jetzt, die Natur hat jetzt einklagbare Rechte. Die Natur soll einklagbare Rechte bekommen. Leider, 27.02. war ich in Straßburg, um da tatsächlich, wir haben alle gebangt, zu schauen, ob der Trilog-Kompromiss durch das Parlament geht. Genau, war ich dort und wir haben alle dann, als der durchging, gejubelt. Aber wir sind noch nicht da. Das heißt, noch haben wir diese einklagbaren Rechte leider nicht. Kommen wir gleich zu. Erklär mir doch mal, was wird jetzt eigentlich alles geschützt oder was soll geschützt werden und wiederhergestellt werden? Genau, das Gesetz bezieht sich primär nicht um den Schutz. Wir haben auf europäischer Ebene schon die FFH-Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie, die das sogenannte Natura 2000-Netzwerk schafft aus Schutzgebieten. Das sind Schutzgebiete, wo primär nicht so viel passieren drin soll, also wo die Natur eher ein bisschen in Ruhe gelassen werden soll. Jetzt geht es durch das neue Gesetz darum, dass wir uns alle wichtigen Ökosysteme anschauen, auch da, wo wirtschaftliche Betätigung stattfindet, und dann erkennen, damit diese wirtschaftliche Betätigung weiter stattfinden kann, damit wir resiliente Wirtschaft haben, müssen wir eben ganz viele andere Ökosysteme auch wiederherstellen. Hast du ein paar Beispiele dafür? Genau, das Gesetz bezieht sich zum einen natürlich auf die gute, echte Natur, das ist in Artikel 4.5 geregelt, aber dann geht es auch um Flüsse, um Moore, um Stadtökosysteme, um Wälder. Eigentlich alle Ökosysteme, die ganz normal, wo wir durchlaufen, wo wir Forstwirtschaft betreiben, die aber nicht in einem guten Zustand sind. Und hier will das Gesetz dafür sorgen, dass diese Ökosysteme alle ein ganz bisschen besser ökologisch vom Zustand her werden, also dass mehr Biodiversität da ist, dass diese Ökosysteme dazu beitragen können, dass sie für mehr Resilienz sorgen, mehr Klimaschutzanpassungen vornehmen können und so weiter und so fort. In der EU gibt es ja auch ein Wildnisziel. Na, ist das vergleichbar mit der Wiederherstellung der Natur? Dieses Wildnisziel, das ist, heißt dort nicht Wildnisziel, sondern das heißt, wir brauchen 10% streng geschützte Schutzgebiete, ist
leider nur ein unverbindliches Ziel, was eben zu diesem 30% oder Teil auch dieses 30% Allgemeinschutzgebiete kommt. Und das war das vorhin mit Natura 2000. Wir haben eben dafür eigentlich Schutzgebiete. So, das heißt, die Maßnahmen jetzt im Nature Restoration Law sind komplementär. Aber natürlich, wenn ich dort Natur wiederherstelle, zahlen sie auch auf das Wildnisziel ein. Okay, sehr schön. Und müssen dafür landwirtschaftliche Flächen stillgelegt werden für die Wiederherstellung der Natur? Bei der Wiederherstellungsverordnung jetzt, dem Nature Restoration Law, geht es gerade nicht um Wildnis, um strengen Schutz, um gar nichts mehr tun, sondern es geht darum, dass wir einfach dort, wo schon was stattfindet, das alles ein ganz bisschen nachhaltiger machen. Das heißt, es gibt einen Artikel für Agrarökosysteme und natürlich sieht der vor, dass sich ein bisschen mehr, sehr marginal, nicht mal eine konkrete Prozentzahl genannt, aber dass sich ein bisschen mehr artenreiche Landschaftselemente in der breiten Agrarlandschaft befinden. Das heißt aber nicht, dass jeder Bauer sein Feld aufgeben muss und dort gar nicht mehr wirtschaften kann. Wir sagen immer, wenn wir diese artenreichen Landschaftselemente haben, dann hilft es sogar der Ernährungssicherheit, weil die sorgen dafür, dass es weniger Bodenerosionen gibt, dass Wasserrückhalt besser wird, dass, wenn zum Beispiel eben ein Hochwasser kommt, eine Flut kommt, dass es nicht alles weggespült wird, dass mehr Schatten da ist und dass Raum für Bestäuber da ist. Das heißt, diese Wiederherstellung nützt eigentlich den Landwirten, eben besser zu wirtschaften, auch später in den Zeiten, wenn die Klima- und Naturkrise so richtig zuschlagen, was wir jetzt heutzutage ja immer schon wieder sehen. Ja, das klingt ja eigentlich gut. Hast du dafür oder weißt du, ob es dazu wissenschaftliche Grundlagen gibt, die dann auch tatsächlich überzeugend sind und sagen, ja, wir kennen das, was du sagst, also wenn wir Artenreichtum haben, dann haben wir eine höhere Resilienz auch auf dem Acker? Genau, das gibt es sehr, sehr viele. Bezüglich dieser Landschaftselemente, die ich erwähnt habe, hatten wir schon bei der Biodiversitätsstrategie diese Studien rausgesucht oder eben Wissenschaftler mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, weil dort das Ziel sogar eine Nummer bekommen hat, eine Hausnummer. 10% eines Feldes sollten mindestens so artenreiche Landschaftselemente sein. So. Die Zahl, wie gesagt, findet sich im Nature Restoration Law nicht. Da ist nur allgemein der Trend hin zu einer Steigerung vorgesehen. Aber diese Studien stützen uns, dass wir eben 10% der Landschaftselemente durchaus sinnvollerweise brauchen. Und bezogen auf die anderen Natureinflüsse gab es ganz aktuell auch zum Beispiel von der Europäischen Umweltagentur EEA einen Bericht, der gesagt hat, wir müssen resilienter werden, wir müssen unsere Agrarpraktiken anpassen, um resilienter in der Zeit der Klimakrise zu werden. Klingt alles gut. Bis wann muss das alles geschehen? Gibt es da Zeitpläne? Also wenn das Gesetz Nature Restoration Law in Kraft tritt, dann müssen Dinge tatsächlich bis 2030 passieren, bis 2040 und bis 2050 so. Wir haben auch zum einen in dem von dir erwähnten Montreal-Abkommen ja tatsächlich viele 2030-Ziele. Das heißt, 2030 ist so ein erster, nächster Zeithorizont, wo relativ viel passieren muss. Das einfach deswegen, weil die Wissenschaft, ich sage jetzt nur IPBES, das ist das Gremium praktisch, wo alle Wissenschaftler zusammenkommen und zur Biodiversität forschen. Dieses Gremium hat gesagt, wenn wir es nicht schaffen, in dieser Dekade bis 2030 die Transformation einzuleiten, also grundlegende Änderungen des Wirtschafts, des Sozial- und vor allem dieses Verhaltens auf den Weg zu bringen, dann wird es besonders schwierig. So, da haben wir noch die Zeit. So, das heißt, 2030 ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Zeithorizont. Also das heißt, die Zeit drängt und es sollte möglichst schnell jetzt nicht nur verabschiedet, sondern umgesetzt werden. So, jetzt kommen wir gerne noch zu den Einschränkungen, die du ja schon angedeutet hast. Was ist denn jetzt besonders hinderlich an der finalen Verabschiedung? Genau, EU-Gesetzgebungsverfahren funktioniert so, die Kommission legt einen Vorschlag vor, das ist 2022 passiert, dann muss der Rat als eine Kammer und der Rat sind die Mitgliedstaaten und das Parlament als zweite Kammer darüber entscheiden. So. Wenn die ihre Position gefunden haben, dann werden diese drei Positionen, die wir haben, insgesamt nochmal übereinander gelegt, das sind die sogenannten Trilogverhandlungen, ein Kompromiss gefunden.
und dann muss das ganze final einfach nochmal bestätigt werden. Also das ist heißt, ein bisschen. Ihr habt jetzt diese Übereinstimmung des Trilogs und ihr habt die Verabschiedung im Parlament. Genau, wir haben den Trilog im Ende letzten Jahres gehabt und dort wurde natürlich ein Kompromiss gefunden, der aus unserer Sicht der fachlich tatsächlich von dem Ambitionsniveau der Kommission noch nach unten abweicht und der aus unserer Sicht natürlich zum einen vielleicht sogar nicht ausreicht aus wissenschaftlicher Sicht, der aber das politisch Machbare war und der immer noch, wenn er ernst genommen wird, ausreichende Maßnahmen lostreten dürfte. Das heißt, diesen Trilogkompromiss haben wir. Und dann hat tatsächlich im Februar das Parlament gesagt, ja, wir stimmen auch diesem Kompromiss zu. Was fehlt, ist tatsächlich noch der Rat. So, und das ist ja auch das Problem, wie ich das gesehen habe. Ihr geht ja jetzt gerade nicht nur ihr, sondern auch die Bauern. Es gehen also alle auf die Straße. Was ist das Problem? Das Problem konkret war, dass bei dieser formalen Abstimmung des Triloges, was eigentlich eben eine Formalie ist, die Mitgliedstaaten haben schon angemeldet, dass sie sogar mit dem strengeren Vorschlag der Kommission zufrieden waren, dann aber eben erst recht mit dem Trilog und wollten jetzt am Umweltrat vergangene Woche da nicht mal mehr mit Diskussion, sondern einfach ihr Häkchen runtersetzen. Und dann kam Ungarn und hat gesagt, Ungarn geführt durch den Regierungschef Herr Orban, den wir aus anderen Zusammenhängen auch kennen, hat gesagt, nö, ja, vielleicht wegen der Bauernproteste, aber jedenfalls, vielleicht will ich auch da Verhandlungsmasse aufbauen. Wir sind nicht mehr dafür. Wir waren die ganze Zeit dafür, aber wir sind nicht mehr dafür. So. Damit war erstmal keine Mehrheit mehr vorhanden. Deswegen hat dann die belgische Ratspräsidentschaft die Abstimmung verschoben. Ist das üblich, dass man sich erst in Verhandlungen einigt und dann kurz vor Toresschluss sagt, nö, doch nicht? Das ist nicht üblich, ein ganz bisschen üblich gemacht hat es leider, oder salonfähig gemacht hat es leider auch die deutsche FDP mit diesem German Vote. Also sich enthalten, auf letzten Metern dann doch nochmal was rausverhandeln. Und Herr Orban ist ja auch nicht der zuverlässigste Partner in der EU, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem eigentlich, wir NGOs gingen davon aus, nachdem wir durch das Parlament waren, dass wir hier im Rat eine Mehrheit haben. Insofern, wir waren sehr negativ überrascht. Okay, also ihr habt einen weiteren Termin, an dem der Rat nochmal beratschlagt. Seid ihr denn da zuversichtlich, dass dann das Häkchen drunter gesetzt wird? Es ist schwer zu sagen. Also ich meine, persönlich will ich das Gesetz, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir es nicht schaffen, so einen Trilogkompromiss auch auf den Weg zu bringen, schon in Umsetzung der Verpflichtung aus Montreal. Der Umweltrat, der nächste tagt im Juni. Aber bis dahin müsste ja einer der Mitgliedstaaten, die bisher sich enthalten haben oder gegen das Gesetz waren, tatsächlich die Meinung ändern. So. Und es ist entweder Ungarn. Könnte das Polen sein? Das könnte Polen sein. Wir hatten bei Polen gehofft, dass Polen hatte ja Nationalwahlen vor einiger Zeit und da ist dann die rechtskonservative Partei abgewählt worden. Und Herr Tusk, ein Europäer, sage ich mal, ist an die Macht gekommen. Wir hatten gehofft, dass da so ein bisschen mehr Rationalität reinkommt und dass dann eben diese ganzen Argumente, die mit den Bauernprotesten kommen, sachlich angegangen werden und geschaut wird, Leute, das Gesetz ist den Bauern schon sehr weit entgegengekommen. So. Aber bisher haben wir keine Anzeichen, weder von Polen noch von den Niederlanden, von Belgien, Finnland oder Österreich. Das sind so die Kandidaten, wo wir schauen und wo wir sicherlich als NGOs jetzt mit den Partnern vor Ort in Gespräche mit den Regierungen eintreten werden, aber vielleicht auch öffentlichen Protest intensivieren. Ja, aber die Bauern sind ja auch das Problem. Also die haben ja am Jahresbeginn in Deutschland protestiert und jetzt habe ich gesehen, die waren jetzt in Brüssel auch sehr heftig am Protestieren. Was liegt denn den Bauern in Brüssel quer? Was war der Grund, warum die auf die Straße gegangen sind? Na, der Bauernprotest ist, da muss man differenziert hinschauen, ist, glaube ich, ein auch vor allem von der Bauernlobby angetriebener Versuch vor der Europawahl jetzt, möglichst viel für die Landwirte herauszuschlagen. An den Green Deal Gesetzen kann es nicht liegen, am Nature Restoration Law kann es nicht liegen, das ist noch nicht in Kraft. An anderen Green Deal Gesetzen auch nicht, die Pestizidverordnung ist
nicht in Kraft gekommen. Die ist abgeschossen worden, sage ich mal, von den Konservativen. Und auch sonst gibt es keine verbindlichen neuen Gesetze. Das Grundproblem, warum Landwirte nicht immer zufrieden sind, ist die gemeinsame Agrarpolitik. Die gemeinsame Agrarpolitik ist der größte Posten im EU-Haushalt und die verteilt die Gelder zu denen, die viel Land haben. Und deswegen können kleinere Betriebe dort sicherlich weniger mit zufrieden sein. Das heißt, das ist, glaube ich, das echte Problem, dass wir keine Gelder oder die EU-Gelder, die es gibt, nicht nutzen, um die Transformation, um tatsächlich eine faire soziale Verteilung der Agrarsubventionen zu erreichen. Okay, dann nehme ich jetzt mal mit, dass die Bauernproteste eigentlich schon der vorgezogene Wahlkampf der Konservativen sind und das Geld da ist und das Geld, auch wenn es anders verteilt werden würde, die, soll man sagen, belohnen würde, wenn sich Landwirte für die Biodiversität einsetzen. Genau, Geld, man kann immer darüber streiten, ob es genug Geld ist, so, aber es ist der größte Posten. Es werden andere Aufgaben auf die EU zukommen. So, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass da viel mehr Geld im Topf ist. Deswegen müssen wir das Geld besser verteilen. Ja. Und es ist ganz eindeutig, der Kampf gegen das Restoration Law, den Manfred Weber angezettelt hatte, ist ganz eindeutig tatsächlich ein Wahlkampf-Auftakt gewesen. Und das Problem, was wir gerade sehen, ist, dass die Politik nicht eben Lösungen anbietet. Die Politik hier auf EU-Ebene, das ist die Kommission derzeit zum einen, aber dann auch gestützt natürlich von den Mitgliedstaaten im Agrarrat, die macht eher Business-as-usual-Politik, also weiter mit diesen Flächenprämien und das Geld nicht in die Transformation oder eine fairere Verteilung nutzen. Und sägt dann noch die letzten Umweltstandards ab. Das ist so ein bisschen der Reflex. Die Bauern protestieren, also ist es sehr leicht, ihr kriegt die Umweltstandards, die Umweltverbände sind schwächer in ihren Protesten und das macht mich sehr, sehr skeptisch natürlich im Hinblick auf die Europawahl. Ja, wenn du sagst die Umweltverbände, sag doch mal, mit wem der NABU in Brüssel alles zusammenarbeitet. Genau, also ich bin ja hier seit 9 Jahren und ich bin zum Glück natürlich nicht allein hierher gekommen, sondern durfte in das Büro eines unserer Dachverbände. Es ist eigentlich eine Ausnahme, dass nationale NGOs wie der NABU direkt hier sind. So, wir unterstützen unsere Dachverbände vor allem. Und dort gibt es, man kennt die in Deutschland oder in den Mitgliedstaaten ein bisschen weniger, dort gibt es natürlich vor allem 10 große, die Green 10. Das ist unser Hauptdachverband, BirdLife Europe heißen die, aber auch das Europäische Umweltbüro, da sind wir Mitglied. Dann gibt es das Climate Action Network, das Klimanetzwerk, wo wir auch Mitglied sind, die eben sich auf den Klimaschutz fokussieren, WWF, Greenpeace und so. Das sind die 10 großen Verbände hier. Mhm. Und hast es ja schon anklingen lassen, dass ihr zwar versucht, Lobbyarbeit für also Biodiversität und Wiederherstellung zu leisten, warst da aber nicht so überzeugt, dass ihr auch das wirklich hinkriegen könnt. Was sind eure größten Gegenspieler? Zu Beginn der Legislatur von von der Leyen waren wir eigentlich sehr glücklich, dass auch dank des Drucks der Straße, also Fridays for Future und Co., dass wir tatsächlich ja diesen Green Deal bekommen hatten und dass da auch einige neue Gesetzesvorschläge auf den Weg kamen. Insofern würde ich nicht sagen, dass wir da nicht erfolgreich gewesen wären. Aber es ist klar, wir sind immer der kleine David gegen den großen Goliath. Das liegt schon allein daran, dass wenn ich Naturschutzgebiet oder das Gesetz rette, was die Natur schützen soll, dass dann nicht die Art kommt, der Frosch, der geschützt ist im Naturschutzgebiet und sagt, hast du gut gemacht, Raphael, hier ist ein Scheck. Wenn ein Chemieunternehmen, ein deutsches, es schafft, die Grenzwerte in der Chemikalienverordnung oder für Pestizide zu verwässern im Lobbying, dann können sie mehr giftige Chemikalien verkaufen. Und dieses Verkaufen sorgt natürlich dafür, dass das Bankkonto gefüllt ist. Und das ist, sage ich mal, ein Unterschied so von unserem Lobbyarbeit, ja, es ist auch Lobbyarbeit, zu Unternehmenslobbying. Und ganz konkret im Naturschutzbereich sind die großen Gegenspieler natürlich die Bauernverbände, sage ich mal, der Europäische Bauernverband, COPA heißt der, aber dort natürlich dann auch die nationalen Bauernverbände, Deutscher Bauernverband drin und ähnliches.
Du sagst es ja gerade, ne? Ihr seid als Lobbyisten eigentlich diejenigen, die nicht mit Geld um sich schmeißen können. Aber es ist ja auf der anderen Seite, ich denke mal, jetzt allen Beteiligten klar, dass die Zeit zum Handeln wirklich eng wird und dass wir in die Pötte kommen müssen. Ja, man kann sich ja jetzt nicht auf irgendwelche Gesetze oder wir, das haben wir immer schon so gemacht, zurückziehen, sondern auch in den Köpfen, so beobachte ich das auch, dass es ist schon angekommen, dass man was tun muss. Und eigentlich verschließen sich die Leute nur noch aus Trotz oder haben die das Gefühl, sie können es politisch nicht verkaufen. Naja, ich bin bei dir und glaube, dass bei vielen Landwirten on the ground, in der Fläche, tatsächlich schon ein Verständnis zumindest wächst oder vorhanden ist. Das Problem sind ja nicht die Landwirte per se, sondern die Lobby der Landwirte, also die Verbände, die nicht mal die Politik für die vielen machen so, sondern selber über die Verflechtung zur Agroindustrie, zu den Düngemittelherstellern, Pestizidherstellern, eher eine Politik eben für die Großen machen. Und gegen die, ich glaube, da brauchen wir, also da sind es nicht, da ist weder das Verständnis oder da ist eine Bereitschaft da, das Verständnis wäre, ist keine Bereitschaft da, das zu verstehen, noch ist überhaupt der Wille da. Die sind einfach zufrieden, wenn sie Gewinn machen, wenn sie Geld. Okay, aber auch irgendwann werden die ja mehr feststellen, dass die Gewinne nicht unendlich fließen. Das ist das eine, aber das andere ist, es sitzen ja nicht die Lobbyisten im Parlament und im Rat, sondern es sitzen Politiker. Welchen Zugang habt ihr denn dann zu den nationalen Politikern? Ich denke mal gerade an Österreich. Österreich ist ja führend im Bio, in der Biolandwirtschaft und so. Da müssten doch eigentlich auch die Politiker eine andere Denkweise haben. Ja, auch da muss man wieder differenziert hinschauen so und leider sitzen zum einen sowohl im Agrarrat, vor allem konservative AgrarministerInnen, zum Beispiel bei der auch diese Woche stattgefundenen Abstimmung über die Aufgabe der Naturschutzkonditionalitäten unter dem Stichwort Bürokratieentlastung, war Deutschland mit dem grünen Agrarminister das einzige Land, was sich enthalten hat. Da heißt nicht mal dagegen gestimmt, aber zumindest enthalten. Alle anderen Agrarminister sind sehr zufrieden, wenn sie den Landwirten das Geld ohne jegliche Konditionalität geben können. So, das heißt, im Rat, klar, haben wir Zugang zu, aber es hilft nichts, wenn die auch aus Angst vor den Protesten vor Ort eben nicht mutig genug sind, eine mittel- oder langfristige Politik zu machen. Und das Gleiche gilt im Parlament. Im Agrarausschuss, der ist sehr konservativ besetzt, da gibt es 2, 3 Leuchttürme, sage ich mal, 2, 3, und zwar parteiübergreifend gibt es da 2, 3, aber die Mehrheit ist leider sehr, ich sage jetzt mal gar nicht parteipolitisch konservativ, aber sehr auf ein gewisses Klientel bedacht und nicht auf eine Nachhaltigkeit. Okay, die machen Klientelpolitik. Jetzt sitzt ihr aber im Europäischen Rat, wo letztendlich das Gesetz ratifiziert werden soll. Da sitzen ja nicht die Agrarminister, sondern wer sitzt da? Genau, also das Nature Restoration Law selber ist im Umweltrat oder wurde von der belgischen Ratspräsidentschaft in den Umweltrat zugewiesen. Und dort sitzen dann die Umweltministerinnen der Mitgliedstaaten, also für Deutschland Steffi Lemke. Gut, die hat dann sicherlich dafür gestimmt, denke ich mal. Aber dann müsste man ja die Umweltministerinnen der anderen europäischen Länder überzeugen können. Genau, also erstmal noch zu Deutschland. Die hat auch nur mühsam dafür stimmen dürfen, weil die FDP in Deutschland probiert hatte, das Ganze auch auf eine Enthaltung hinzudrücken. Aber ja, Deutschland wird zustimmen, wenn das dann soweit ist. In den anderen Mitgliedstaaten ist es auch da wieder abhängig von der nationalen Verfassung. So, in Österreich sitzt eine grüne Umweltministerin tatsächlich für Österreich sitzt eine grüne Umweltministerin im Umweltrat. Die darf aber nicht zustimmen, weil sie von den Bundesländern in Österreich angehalten wurde, sich zu enthalten. Die Bundesländer eben sind überwiegend konservativ geführt und die Verfassung gibt den Bundesländern dann noch mehr Kompetenz für den Naturschutz. Und dann haben die so eine Resolution verabschiedet, wo sie Frau Gewessler eben aufgefordert haben, sich bei dem Gesetz zu enthalten. Ich bin sprachlos. Aber dann kommen wir ja eigentlich schon so ein bisschen in die Sache, was bleibt denn für uns Bürgerinnen jetzt übrig? Also ich sehe, es ist schwierig für euch Naturschutzverbände.
da wirklich da die Politikerinnen auf eure Seite zu bringen. Es ist schwierig für die Politiker, selbst wenn sie tatsächlich von der Parteisicht her pro Natur und pro Biodiversität sind, weil sie nicht so handeln können, wie sie es vielleicht persönlich möchten. Was können wir Bürgerinnen tun? Naja, zum einen natürlich im Bereich Naturschutz sich schon für die Natur zu interessieren, im Kleinen wie im Großen. Aber ganz konkret als nächstes steht ja die Europawahl an. Die ist ja am 9. Juni in Deutschland. Und die Wahlbeteiligung liegt in Deutschland, lag sie das letzte Mal bei, ich sage trotzdem, nur 61%. Das heißt, es ist erschreckend, dass sich trotzdem ein Drittel ungefähr nicht für die Wahl interessiert. Das heißt, das Erste, liebe Leute, schaut, dass ihr wählen geht. Schaut, dass ihr eure Eltern, Großeltern, Kinder, Jugendliche, ab 16 darf gewählt werden, tatsächlich motiviert, wählen zu gehen. Jede Stimme zählt. Das haben wir im Parlament gesehen. Die Mehrheiten sind so knapp, dass tatsächlich es wichtig ist, jeder bessere, progressivere Politiker, jede progressivere Politikerin einen Unterschied machen kann. Das heißt, geht wählen. Und das Zweite ist, geht natürlich nicht irgendwen wählen, sondern schaut euch an, wen ihr wählen geht. Ja, das Schöne ist ja, man kann ja auch die Abstimmungslisten einsehen. Das habe ich mir ja auch angeguckt für die Abstimmung in Straßburg. Also man sieht dann ja namentlich, wer wofür gestimmt hat. Und dann denke ich, ist das ja auch ein guter Hinweis darauf, wer sich im wirklichen Leben tatsächlich wie verhält. Na? Genau, also wir sagen, also ich persönlich bin überzeugt, dass dieses Abstimmungsverhalten deutlich aussagekräftiger ist als Wahlprogramme, wo man natürlich viel schöne Prosa reinschreiben kann. Die Umweltverbände werden oder haben es teilweise schon, wir beim NABU hatten es in unserer letzten Mitgliederzeitschrift anhand von zwei Gesetzen gemacht, aber alle größeren Umweltverbände werden jetzt dann im April im Vorlauf auf die Wahl eine Auswertung veröffentlichen, wo wir hier aus Brüssel von den NGOs 30 Dossiers, 30 Gesetze uns angeschaut haben und da eben tatsächlich genau hingeschaut haben, wie haben eure Politikerinnen abgestimmt. Und natürlich sind wir NGOs überparteilich, wir können jetzt nicht genau auf eine Partei hin eine Empfehlung abgeben, aber wir können natürlich sachlich darüber informieren, wie das passiert ist. Und das Bild ist leider recht eindeutig. Wo findet man denn eure Auswertung? Muss man da auf den NABU gehen, auf die Webseite oder muss man dir... Genau, die wird zum einen in Deutschland gibt es als Dachverband der deutschen Umweltverbände wieder den Deutschen Naturschutzring, DNR. Der hat auf seiner Seite dnr/Europawahl dann diese Informationen auch drauf. Und genauso, einfach um hier vollständig alle zu nennen, der natürlich mein Verband NABU/Europawahl, da ist es drauf zu finden und auch beim BUND, BUND-Europawahl. Das heißt, alle sind da ähnlich unterwegs. Und genau, eindeutig sagte ich deswegen, weil wir leider feststellen, dass das Bild, da gibt es keine großen Abweichungen, sage ich mal, bei allen Dossiers, die wir uns anschauen. Ja, ja. Okay, ist im Moment alles noch so in der Schwebe. Das ist schade für die Natur. Wir hoffen, dass ihr Erfolg seid, wenn ihr ein oder zwei Minister tatsächlich überzeugen könnt, ihrem Gewissen und nicht irgendwelchen Resolutionen zu folgen. Das Nature Restoration Law ist dringend notwendig, weil wir müssen viele Sachen auf die Reihe bringen bis 2030. Und ihr geht auf die Straße, habe ich gesehen, unter dem Hashtag Restore Nature. Was macht ihr da noch? Genau, wir werden tatsächlich jetzt dann nach Ostern, sage ich mal, jetzt geben wir uns kurz die Ostertage auch zum Luft holen. Das sind ja hier immer lange Tage. Aber wir werden dann in diesen, vor allem in den besagten Mitgliedstaaten schauen, ob wir da tatsächlich den Protest auf die Straße tragen. Ich habe auch gesehen, Jutta Paulus, grüne Schattenberichterstatterin, hat eine Eilpetition gestartet. Und dann werden wir in Deutschland auch kurz vor der Wahl, ein, zwei Tage vorher, nochmal das Wochenende vorher, werden wir da mit oder wird Fridays for Future mit den Verbänden Unterstützung auch zum Demonstrieren für das Thema und natürlich so hoffen, dass die Leute auch mobilisiert gehen, werden zu gehen. Weil eins ist klar, die Lage ist zwar nicht besonders ermutigend, aber wir geben nicht auf zu kämpfen und wenn wir es gemeinsam machen, können wir erfolgreich sein. Sehr gut. Außer dem Wahltag für die Europawahl, der ist ja im Juni, 9. Juni. Wann ist denn die nächste Verhandlung im Rat über das
Nature Restoration Law? Weißt du das so? Das ist Mitte Juni, das genaue Datum also müsste ich ist nachschauen. Auch im Juni. Das heißt, ihr macht vor der Europawahl sowohl für die Europawahl als auch für die Wiederherstellung der Natur eure Aktion. Genau, wobei die Abstimmung mit der Umweltrat ist nach der Europawahl. Die Europawahl kommt zuerst. Wie gesagt, da spielen verschiedene andere Faktoren rein. Natürlich, dann ist erstmal Wahl durch und dann geht es voll auf den Ratfokus zu. Und ab dann kommen viele weitere Aktionen hier, natürlich mit der neuen Kommission, mit den neuen Abgeordneten, dass die auch das Thema auf ihrer Liste haben. Ja, ganz vielen Dank, lieber Raphael. Dann schöne Ostertage und dann eine erfolgreiche Umsetzung der Wiederherstellung der Natur. Tschüss. Danke, tschüss. Now.